Dunkelziegchen. Dunkelziegchen. Joke, Luki. Der Fridolin ist aber schlimm. Das ist ein schlimmer Bub, ein schlimmer Wutzi-Wutzi. Ein schlimmer Wutzi. Ein Luki tut brav wissen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Rauf zu? Nicht da rauf, Lüge. Wo ist ja der Fridolin? Nein, Leute, da mag ich nicht tun. Du Bücher. Kannst du auf meine Hand gehen? Geh schon. Komm. Schaff dich. Dass ich mir ein bisschen das Ei gefallen ist. Und da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und ausgestreckt sieht man nicht, dass er sehr mager ist, gell? Aber das ist halt der Opa. Und du bist der Lausi. Oh, das schmeckt alles. Ui, Süßkartoffel essen wir. Süßkartoffel. Weil das so lecker ist. Deine Dille. Petersilie, getrockneten Karottenmager, sehr gerne. Was magst du denn? Ich weiß, du bist auch für die obere Etagen, du musst aber die Stufen gehen, Lausi. Hallo. Du, Lausi. Sich mehr mit Grenz dürft sie aussehen. Toll, wie er frisst. Ganz toll. Na klar, jetzt gibt es in ihrer Etage Futter und da gibt es auch nicht mehr, weil das Frauli hat mir erzählt, dass sie es oft trennen haben müssen, weil der Fridolin beim Essen gestört hat. Ein bisschen wichtiger ist, gell? Ja. Und damit er ordentlich fressen kann, gibt es natürlich überall Futter. Überall verstreut, in die Häuser, auf die Böden, dass er überall was findet, dass gar nicht zu einer Diskussion kommt, gell? Futter kommt nicht in die Schüssel, Trockenfutter. Du bist verstreut nur. Ja, damit der dicke Pupsele. Ja, mein Schatz. Oh, ganz Knochen. Sieht man wieder so hoch. Oh, ist das lecker, mein Schatz. Na, da geht er mir das Herz auf. Ja. Ja, so ein Schatz. So ein Schatz bist du. Ja, super, habe ich dich gestört. Nein, ich traue mir wirklich, wo es heißt. Gell, du noch hissi. So, muss ich die Hund machen.